Moin Leute, Trimax hier. Heute versprochen mit der nächsten Folge über die Electro-Wizard Challenge und heute können wir ein bisschen mehr über Taktiken sprechen. Viele von euch werden ja den freien Eintritt nutzen, da könnt ihr dann einmal mitmachen und danach kostet ja diese Elektromagier-Herausforderung 100 Juwelen. Und wenn man absolut nichts für das Spiel ausgibt und ihr habt keine Juwelen übrig, dann habt ihr ja nur einen Versuch, um dieses zu schaffen. Deswegen jetzt ein paar Tipps, damit ihr direkt vorbereitet seid, damit ihr auch direkt wisst, wie der Elektromagier funktioniert. Und am Ende öffnen wir hier später noch diese Kiste. In so einer Kiste gibt es ja auch so eine Wahrscheinlichkeit, dass sich dort zwei Legendary Cards drin befinden. Und ich würde sagen, wir springen direkt mal in ein Game. Ich hatte ja letztens sehr oft im Stream einige neue Decks gespielt. Und das sind genau die gleichen Decks, die ich jetzt hier gespielt habe. Also das sind die Decks, die in der Meta momentan extrem stark sind. Jetzt ist man zwar gezwungen, einen Elektromagier zu spielen, aber das ist gar kein Problem. Da waren vorher Bogenschützen drin oder ein Musketier. Die Einheiten verhalten sich sehr ähnlich. Der Elektromagier ist auch sehr gut gegen den Friedhof, also passt das auf jeden Fall mit der Elixierpumpe anstatt der Bogenschützen, das geht auf jeden Fall klar. Dann haben wir die Standardeinheiten drin, die Elite-Barbaren, die sind momentan extrem stark. Ich gehe stark davon aus, dass jeder Spieler diese spielen wird. Da hat man jetzt schon gesehen, wie der Elektro-Wizard beide Elite-Barbaren vom Gegner gestunt hat. Wären da jetzt noch nicht die Minions dabei, dann wäre der Gegner da mega durchgekommen. Aber das passt ganz gut. Der Elektro-Wizard greift zwei Einheiten an, stunt zwei Einheiten und das sind genau diese zwei Elite-Barbaren, die jeder spielt. Des Weiteren, ich hatte oft einen Ofen dabei. Ja, der Ofen ist sehr stark, der kann den gegnerischen Turm richtig schön harrissen. Wenn so viele Leute die Elite-Barbaren dabei haben sollten, nimmt auf jeden Fall lieber einen Grabstein mit. So, jetzt haben wir hier wieder schön den Bowler distracted mit einem Eisgolem. Und dann slowt er das Ganze nochmal. Das sieht sehr solide aus. Und da haben wir jetzt auch schon die zwei Elixierpumpen. Also das Deck ist extrem stark. Das seht ihr. Ihr habt auch gesehen in der großen Herausforderung, wie man damit durchgehen kann. Ich war mit dem Deck Platz 4 weltweit mit dem Diablo-Account. Also das läuft. Das ist ein starkes Deck. Ich kann es euch nur empfehlen. Ich beherrsche es auch noch nicht perfekt. Aber es wird von Mal zu Mal besser. Ich versuche euch jetzt schon so viele Tipps zu geben, wie es nur geht, damit ihr diese Herausforderung gut bestreiten könnt. Allerdings ist das ja hier keine richtige Meta. Ich habe jetzt hier gegen drei verschiedene YouTuber gespielt ab und zu. Wir haben uns so Decks erstellt, wo wir denken, dass die sehr stark sein werden. Aber das entspricht ja nicht der richtigen Meta, wenn das Spiel draußen ist. Deswegen werde ich sehr viel streamen, auch wenn das direkt über die Feiertage ist, am 23. und am 24. Am 23. streame ich wahrscheinlich abends, am 24. mittags. Ich werde ja nicht, ich stream ja nicht an Heiligabend. Ja, das ist auf jeden Fall der Plan. Also schaut da vorbei, um nichts zu verpassen. Und da lerne ich dann auch ganz schnell dazu, kriege ein paar Tipps und die kann ich dann auch anwenden. Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass der Elektro-Wizard, wenn er erscheint, einen Sepp da lässt. Sprich, wenn der Gegner, da habt ihr ihn gerade wieder gesehen, sprich, wenn der Gegner irgendwie ein Koboldfass am Turm hat, dann könnt ihr mit dem Elektro-Wizard zum Beispiel direkt zwei Kobolde killen. Oder wenn der Gegner mit den Minions kommt, dann könnt ihr direkt da den Elektro-Wizard draufsetzen und der killt sie dann direkt. Ich habe jetzt auf der linken Seite die Elite-Barbaren durchlaufen lassen, ich habe die nicht beobachtet. Jetzt verlieren wir den linken Turm, wir holen uns aber noch seinen rechten. Und man sieht sogar, wie der Elektro-Wizard die Minions one-hittet. Das Einzige ist, er hat eine Reichweite, die ist in Ordnung, aber anstatt, die Karte kommt mir noch mega verbuggt vor, teilweise wie der Inferno-Drache am Anfang, anstatt einen Schritt nach vorne zu machen und dann zwei Einheiten anzugreifen oder irgendwie sowas in die Richtung, greift er dann immer nur eine Einheit an. Das hatte ich jetzt schon sehr, sehr oft, dass er wirklich nur eine Einheit angreift, obwohl er sich dort auch zwei packen könnte. So, das war das erste Game, die erste Variation mit der Elixierpumpe, das Full-Single-Target-Damage-Deck. Und jetzt können wir auch nochmal in ein zweites springen. Das ist sehr ähnlich. Wo ist denn das hier? Das ist sehr ähnlich von dem Game, von dem Deck zu Chef Strobel. Da haben wir jetzt den Friedhofszauber dabei. Auch ein sehr, sehr beliebtes Deck zurzeit. Jetzt haben wir hier einen Grabstein dabei, anstatt des Ofens, weil sehr viele Leute halt die Elite-Barbaren spielen. Das ist der Grund dazu. Und man hat eigentlich jetzt einen recht guten Konter gegen die Elite-Barbaren. Ihr werdet das gleich auch nochmal sehen. Wir haben einen Eisgolem, wir haben einen Grabstein, wir haben einen Elektro-Besitzer, der beide Elite-Barbaren stunnen kann. Das ist auf jeden Fall eine wichtige Sache. Da sieht man ihn nochmal und der kann da echt die Minions one-hitten, wenn es funktioniert. Der Miner macht noch ein bisschen Damage, aber das ist in Ordnung. Ich hatte auch noch ein Problem damit teilweise, dass der Elektro-Wizard schnell ist. Der ist schneller als ein Musketier oder Bogenschütze oder sonst was. Der hat wirklich das Movement-Speed schnell. Das ist ein bisschen nervig, wenn man gerade so einen Push mit einem Riesen und so zusammenbasteln möchte. Dann nimmt man meistens Mega-Minion, Musketier, irgendwelche oder ein Bowler, irgendwelche langsamen Einheiten und kann so einen richtig schönen großen Push generieren. Der Elektro-Wizard ist ein bisschen zu schnell, kann natürlich Vorteile haben, hat aber auch
Nachteile. So, da haben wir beide einen Mega-Minion eingesetzt. Er hat auch nochmal sein Deck gewechselt. Achso, schaut auf jeden Fall bei Game Hunter vorbei. Er hat sich bereit erklärt, mit mir was aufzunehmen. Ich habe es natürlich ein bisschen schwierig mit dem Developer-Account. Da sind jetzt echt nur noch Amerikaner irgendwie dabei. Und durch die Zeitverschiebung ist es schwierig, dass ich da jemanden erwische. Ich habe das mitten in der Nacht aufgenommen. Und ja, er hat sich bereit erklärt, mir noch ein paar Aufnahmen zu machen. So, dann haben wir richtig schön den rechten Turm bekommen. Also spielt auf jeden Fall. Es werden alle Karten zur Verfügung sein. Ihr werdet alle Karten haben und alle Karten auf Turnierstandard. Spielt auf jeden Fall die Elite-Barbaren. Auch wenn ihr sie noch nicht so gut könnt, übt sie irgendwie im Friendly Battle oder was weiß ich. Die Karte ist zu stark momentan. Die kriegt 100% Nerf. Also wenn ihr richtig rasieren wollt, dann nehmt auf jeden Fall die Karte mit rein. Würde, glaube ich, keinen Sinn machen, die nicht mitzuspielen. So, jetzt sehen wir hier, ich glaube, jetzt setze ich zum ersten Mal einen Friedhof ein. Ja. Da müsste sich jetzt auch ein Feuerball lohnen. Gut, da hätte ich jetzt noch die Kanone mittreffen können. Und er hat einen Elektro-Wizard. Und er kann zuerst die Skelette tanken. Und da sieht man es, er hat zwei Skelette gleichzeitig angegriffen. Also ist auf jeden Fall eine gute Karte. Zuerst landet er mit einem Sepp gegen den Friedhof. Das ist schon mal ganz nice. Und dann kann er zwei Einheiten gleichzeitig angreifen. Und der Elektro-Wizard ist extrem krass gegen den Inferno-Drachen. Das hatten wir ja gestern schon besprochen. Und gegen den Funky ist er noch besser. Elektro-Wizard tötet einfach einen Funky, ohne dass der Funky irgendwie Schaden machen kann. Da sieht man nochmal richtig schön den Elektro-Wizard. Oh, das war ein sehr starker Feuerball. Er trifft den Grabstein, den Elektro-Wizard und die Elite-Barbaren. Das war aber auch kein gutes Placement von mir. Ich weiß ja, dass er einen Feuerball hat. Also da müsst ihr auf jeden Fall aufpassen, weil der Ice-Wizard ist echt ein One-Hit. Also er wird von einem einzigen Feuerball gekillt. Sobald ihr irgendwo einen Ice-Wizard bringt, lohnt es sich für den Gegner sofort einen Feuerball zu werfen. Setzt den Ice-Wizard nicht dicht an den Ofen, nicht an den Grabstein, nicht an die Elixierpumpe, nicht an irgendwelche anderen Einheiten. Das tut immer nur richtig weh. Ja, da habt ihr es wieder gesehen. Er wirft einen Feuerball auf meinen Turm für 4 Elixier. Der Elektro-Wizard kostet 4 Elixier. Und er kommt damit tatsächlich durch, weil die Karte so, weil die Karte genauso viel kostet wie der Feuerball. Okay, das war das nächste Game. Jetzt wollen wir nochmal. Hier hatte ich nochmal einen Miner mit drin, aber der Miner macht ehrlich gesagt nicht so viel Sinn, wenn der Gegner den Elektro-Wizard hat. Und die Elite-Barbaren und so, das hat jetzt nicht so reingehauen. Wir können uns hier nochmal anschauen, das Single-Target-Damage-Deck. Das ist auf jeden Fall das Deck, damit hatte ich keine Probleme zu gewinnen. Das werde ich auf jeden Fall benutzen. Ganz einfach dadurch, dass der Gegner, jeder hat einen Feuerball dabei. Und viele werfen ab und zu einen Feuerball auf die Elixierpumpe. Aber wenn sie jetzt einen Feuerball auf die Elixierpumpe werfen, dann haben die keinen Feuerball mehr für den Ice Wizard. Also das werde ich da auf jeden Fall ausnutzen. Das wird mein Deck sein, womit ich antrete. Auf jeden Fall. Jetzt kann man hier noch überlegen. Ich habe ja gesagt, nehmt auf jeden Fall einen Feuerball mit. Da jeder Gegner einen Ice Wizard hat, jeder Gegner wird einen Elektro Wizard haben, deswegen nimmt einen Feuerball mit. Der Feuerball hat jetzt aber nicht in dieses Deck reingepasst, muss ich ganz ehrlich sagen. Man könnte einen Feuerball mitnehmen anstatt des Holzes. Das würde funktionieren, aber ich finde das Holz einfach sehr stark in der Position. So, jetzt hatten wir einen recht heiklen Start. Wir wissen jetzt, dass er einen Miner hat, deswegen werde ich meine Elixierpumpe gleich in die Mitte packen, damit sowas nicht mehr passiert. Und ja, guckt euch an, er hat jetzt kein Feuerball mehr, da würde sich jetzt Feuerball mega lohnen. Elektro-Wizard wäre down und sein Mega-Minion wäre auch kaputt. Oh, das war ein schönes Holz, da war sein Magier direkt down. Und ja, ich glaube, mit der Situation sind wir in ein kleines Elixier-Plus geraten, aber natürlich noch nicht an seinen Turm. Da haben wir jetzt die erste Elixier-Pumpe. Wir wissen, dass er einen Miner hat, deswegen habe ich schon die Elite-Barbaren bereit. Der wird da wahrscheinlich kommen. Ja, da ist er schon und er wirft direkt einen Predict-Feuerball. Auf jeden Fall eine gute Sache, gerade gegen die Elite-Barbaren. Ich dachte jetzt, die Elite-Barbaren laufen über rechts, aber die laufen über links. Jetzt habe ich den Ice Golem völlig gewastet. Ja, eine coole Sache. Man muss natürlich beim Elektro-Wizard immer abwägen, ob es sich lohnt, den Sepp auszunutzen und ihn tatsächlich in die Gegner reinzusetzen. Er hat natürlich so viel Le so wenig Leben, dass er da relativ schnell down geht. Das ist natürlich auch keine gute Sache. So, jetzt kommen wir hier mit einem defensiven Riesen und einem Mega Man. Auf der rechten Seite sehen wir jetzt einmal den Elektro-Wizard alleine am Turm. Macht 100 Damage und stunt den Turm immer mal wieder. Dadurch kriegt er ganz schön viele Hits raus. War jetzt guter Schaden. Ja, er hat zwar sehr wenig Leben, ja, aber das ist ähnlich wie beim Ice Wizard. Wenn er einmal im Turm ist, dann macht er nicht so viel Schaden. Er hat auch nicht so viel Leben, aber dadurch, dass er stunt oder slowed, haut er letztendlich doch ganz guten Schaden raus. So, er wirft einen Feuerball auf die Elite-Barbaren, aber die sind einfach so schnell, dass der Feuerball auf den Elite-Barbaren nicht trifft. Ich kenne das ganz genau. Das passiert mir ab und zu, das passiert meinen Gegnern relativ oft.
Die sind einfach sehr schnell und der Feuerball fliegt länger. Also da ist es, das ist vollkommen in Ordnung, sich da ab und zu mal zu verschätzen und dann trifft der Feuerball nicht. Viele denken, das ist dann mega so ein Noob-Zug gewesen, aber das ist gar nicht so selbstverständlich. Er kommt wieder mit in die Liederbahn, da sehen wir jetzt wieder richtig schön Ice Golem und der Elektro-Wizard stunt da beide richtig schön weg. Der gegnerische aber auch. Der gegnerische trifft aber immer wieder nur noch einen. So ein Riesen davor, um die Fire Spirits abzuwehren. Jetzt haben wir eine riesige Elektro-Wizard-Kombination. Und der macht relativ guten Schaden, das seht ihr. Und jetzt haben wir zwei Elektro-Wizards. Guckt euch das mal an. Guckt euch das mal an, was die gegen die Elite-Verband machen. Die haben die Dauerstunt. Übelst buggy. Also das geht gar nicht fit. Falls das tatsächlich so funktionieren sollte, dass sie so krass miteinander stacken. Habt ihr das gerade gesehen? Die Elite-Verband kosten 6 Elixier und zerstören alles. Der zweite Elite-Verband war Dauerstunt. Also das ist ein bisschen krass. Falls das wirklich der Fall sein sollte, werde ich da auf jeden Fall noch ein paar Decks mit dem Spiegel testen. Auch wenn das dann relativ teuer wird. Oder ich nehme noch günstigeres Deck, irgendein Hawk Cycle Deck und versuche dann immer zwei Elektro-Wizards auf einmal auf dem Feld zu haben, wenn der Gegner keinen Feuerball hat. Weil das habt ihr gerade gesehen. Das hat mega viel Potenzial. Extrem krass der Stun vom Gegner. So. Das waren die Games und jetzt wollen wir noch die Kiste öffnen. Ich hoffe, ihr habt die Decks jetzt so ein bisschen verstanden, die ich euch vorgestellt habe und ein bisschen mehr zum Elektromagier verstanden, dass ihr dort in dieser Challenge besser abschneiden könnt. Allerdings empfehle ich euch, dass ihr auf jeden Fall bei mir im Stream vorbeischaut, weil ihr da lerne ich auch noch ganz schnell dazu, hol mir ein paar Tipps und das weiß ich, die lerne ich halt relativ schnell. Ich werde am 23. streamen und dann werde ich wahrscheinlich noch am 23. die Highlights schneiden aus dem Stream, die besten Tipps und für euch noch auf YouTube laden. Also lasst auf jeden Fall ein Abo da und jetzt werden wir hier mal die Kiste öffnen und schauen, ob wir, ja, also den Elektro-Wizard kriegen wir auf jeden Fall. 22.000 Gold, also das ist schon krass, das wird die heftigste Kiste, das werden die heftigsten Kisten überhaupt werden. Erstmal die mega vielen Karten. Das ist schon mal krass. Zweitens, wir haben jetzt hier, glaube ich, eine 13%ige Chance oder eine 15%ige Chance, dass sich hier sogar zwei Legendary Cards drin befinden. Hatte ich bis jetzt noch nicht. Ich habe schon ein paar Kisten davon geöffnet. Ihr könnt es euch mal angucken. Also, es sind mega viele Karten, mega viel Gold und am Ende wartet noch der Elektro-Wizard auf uns. Elfmal der Ballon und das sieht, glaube ich, ganz gut aus, oder? Ja. Davon ist die Rede. Ja, davon rede ich. Stellt euch vor, das passiert auch auf echten Account. Das ist jetzt hier nur ein Developer-Account. Aber da sieht man, wie oft das funktioniert. Ich habe davor schon irgendwie fünf Kisten geöffnet. Da war immer nur eine Legendary Card drin. Jetzt bin ich hier in der Aufnahme und jetzt sind das hier zwei Legendary Cards in so einer Kiste. Stellt euch vor, ihr gewinnt das. Ihr kommt, ihr habt der erste Eintritt ist frei. Der erste Eintritt ist frei. Und stellt euch vor, ihr kriegt die 12 Siege hin und bekommt dann so eine Kiste. Total geil. Und das Geile ist ja, wenn man einmal den Elektromagier freigeschaltet hat in der Elektromagier-Herausforderung, dann kann man ihn vorm Release zocken und man kann ihn in jeder Kiste ziehen. Sprich, wenn ich einmal die Elektromagier-Herausforderung gewinne und danach fünf Super Magical Chests öffne, dann kann das sein, dass da zwei, drei Elektromagier drin sind und dann habe ich den schon Level 3 oder so, bevor er offiziell rauskommt. Und dann zocke ich noch weiter die Elektromagier-Herausforderung. Also wird auf jeden Fall ein richtig, richtig geiles Wochenende. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, um nichts zu verpassen. Und wir sehen uns im nächsten YouTube-Video oder nächsten Stream. Alles klar, Leute. Haut rein.